Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu der 16. Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Wir sind in Schweden im Krieg mit dieser Dame hier und wie ihr seht, hätte sie gerne Frieden mit uns, kriegt sie aber nicht. Nur wenn sie uns all ihr Gold gibt. Vorschlagen. Okay, nur das Gold. Okay, 1000 Gold. Auch nicht. Kohle ist weg. Aber dann will ich auch mehr Gold. Dann will ich nämlich 3000 Gold. Nein. Gut, mach weiter. Versuch dein Glück. Ist sie mich hier im Vorteil? Warum? Weil ich ein Mensch bin, der klar denken kann, aber sich immer dazu hinreißen lässt, dumme Dinge zu tun. Dazu gehört unter anderem nicht zu wissen, wann er verloren hat. Und sich denkt, in zwei Runden ist das alles hier geregelt. Was es natürlich nicht ist. Das Ding ist, selbst wenn wir dann zwei Runden durchhalten, unser Ballistik kommen und Flugabwehrgeschütze bauen können, brauchen wir noch mindestens 10 Runden, bis wir ein, zwei Flugabwehrgeschütze gebaut haben. Dann haben wir zwei Flugabwehrgeschütze gebaut. Gegen circa 10 Flieger von ihr. Das heißt, ohne dass wir entweder Düsenjäger erforscht haben, oder aber jede Menge Geld zusammen haben, um diese Flugabwehrgeschütze zu bauen, haben wir in diesem Krieg kaum eine Chance. Kaum eine Chance. Aber wir werden einfach noch eine weitere Offensivzitadelle bauen, in der Hoffnung, dass die den Sieg bringen wird. Ich bin da frohen Mutes, vor allem, weil wir schon wieder eine Straße am Bauen sind. Die das dann alles beschleunigt. Unsere Landfahrzeuge bringen uns auch leider nicht den erhofften Riesenvorteil. Also schon so, dass wir ja die Landfläche kontrollieren, wie sie uns gefällt. Oh, da hat sich einer herverirrt. Tötet ihn. Spion getötet. Ach, die Osmanen wieder. Ist unglaublich. Muss ich gleich mal mit Sülle reden. Oh bitte, hab jetzt genügend Erfahrungspunkte, um befördert werden zu können, damit du eine größere Reichweite hast. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Oh, vor allem hast du ihn mal wieder nicht getötet. Dir kann man nichts auftragen. Plus 50% Kampf muss immer gegen Marineeinheiten. Beim Angriff. Das ist doch eine Fernkampfeinheit. Ja, komm, bis 50%. Rudelaktik. So, wir greifen hier weiter an. Du bist so weit gesundet, dass du auf jeden Fall an die Front kommst. Und dasselbe gilt für dich. Na, jetzt bist du neben die Eisenbahnstrecke gekommen. Keine Ziele, deshalb auch erstmal hier keinen Angriff. Ich hab keine Artillerie mehr. Das macht's natürlich schwierig für mich. Wir bauen hier unsere Zitadelle. Ich weiß es nicht. Können wir beim besten Willen kriegen wir Prager nicht eingenommen. Wollen wir ihn angreifen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Lass mich mal unsere Optionen durchgehen. Du gehst zurück. Du bist viel zu sehr angeschlagen. Du könntest mal hier hingehen und siehst ein Schlachtschiff, das sich seltsamerweise zurückhält. Okay, dann komm hier zurück. Dann der Weltkriegsbomber, der leider eins zu weit weg ist. Die Super-Weltkriegsinfanterie. Hier zu plündern war ja blöd. Gehört jetzt alles uns, ne? Wir können das Salz noch plündern. Das ist aber alles viel zu gut. Ne, ich muss Frieden schließen. Ah, gehen wir uns erstmal das andere Zeug. Denunzieren. Das ist mir so langsam jetzt mir zu bunt mit dir. Die ist tot. Sie tun da bereit für ein neues Bauprojekt. Wir brauchen wieder Artillerie, ihr wisst schon noch, hier, 5 Runden. Ja.
Oder Schlachtschiff. Nee, Artillerie. Ja, reden wir nochmal mit ihr. Ich hoffe mal, sie ist jetzt nicht eingeschnappt oder so. Weißer Frieden. Ich will dein Salz. Vorschlagen. Okay, weißer Frieden. Wir haben es besser geschlagen, als ich gedacht habe. Wie sieht's aus? Muss ich hier jetzt selbst Frieden schließen? Nein, der ist automatisch geschlossen. Okay. Aber das bringt uns doch jetzt wunderbar in die Ausgangsposition, dass wir durch Flugabwehrgeschütze zum Beispiel uns in eine Lage versetzen können. Ja, die dann dazu führt, dass wir später auf jeden Fall das Spiel gewinnen können. Wir bauen hier außerdem schon mal, wieso hast du noch kein... Hier, Railroad. Dann, wo sind die anderen Bauarbeiter? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Eisenbahn bauen. Na gut, weitermachen. Ja, wir fortifizieren hier einfach alles. Ihr werdet später eh wieder da gebraucht. Dasselbe gilt für die Flieger hier unten. Ich hätte hier gerne einen Fliegerhort. Ein Fliegerhorst. Hort. Der Flieger ist heute im Hort. Ah ja, okay. Nun gut. Sie denunziert uns. Das passiert in den besten Ehen. Da können wir nichts machen. Ich kann über Beleidigung nicht hinwegsehen. Ich bin nämlich, ich habe auch Stolz. Gut zu wissen, dass andere auch Suleimanisch leiden können. Ballistik. Nice. Okay, Weltkongress. Nee, Weltkriegsbomber. Bleibt wo er ist. Du auch, du auch, du auch. Landfahrzeug. Ja, jetzt auf einmal. Und ja, du gehst hier direkt vor die Stadt. Schlachtschiff, Zerstörer, Landfahrzeug. Hier sollten wir vielleicht auch noch ausbauen. Auf eine Eisenbahn statt einer läppischen Straße. Damit der Weg nach Praga mit Schienen gepflastert ist. Archäologie, ja, bauen Wahrzeichen, klar. Ich habe keine Museen. 5 Kultur bringt das. Ist gut, ist gut, ist gut. Großer Wissenschaftler, sehr schön. Das bringt uns nämlich weiter zu den Panzern. Und Panzerabwehrkanonen. Aber Panzer sind uns da lieber 70. 70 Kampfstärke bringt das. Unwegsames Gelände, unwegsames Gelände, unwegsames Gelände. Fortify. Auch hier. Jeder der Bautrupp. Ist der Bautrupp fertig? Mit der Eisenbahn geplündert. Was kannst du hier reparieren? Handelsposten. Bringt dir alles nichts. Die nächste Stadt ist das so weit weg. Fabrikanlage. Bringt uns die Fabrikanlage bringt uns auch nichts, wenn wir da nicht selbst bauen, ne? Nee. Nö, dann geht ihr hier mal vor. In 10 Runden ist der Friedensvertrag ja auch schon wieder abgelaufen. Wir sind zufrieden soweit. Wir brauchen den Heldenepos. Nicht Lufteinheiten. Nochmal hier erhöht. 3 Runden dauert das nur. Um noch bessere Einheiten bauen zu können. Bessere Panzer dann. Sehr schön. Was ist hier passiert? Ah ja, wohl Biblos hat Suleiman den Krieg erklärt. Aha. Einheitenbeförderung. Ja, jetzt bist du soweit. Naja. Gut, da haben wir ein bisschen später eine komplette Panzerarmee. Das ist doch auch nicht verkehrt, aber was wir jetzt schnellstens bauen müssen, sind eben Flugabwehrgeschütze in Helsinki. Flugabwehrgeschütze und selbst auch wieder große Bomber. Wieso hat er die 3 Schlachtschiffe nie benutzt? Seltsam. Einheit benötigt Befehle. Da bist du fertig. Hier Eisenbahn. Fortify, Fortify. Und hierhin. Fortify. Nächste Runde. Ich frage mich, ob Maria sie noch alle hat. Ich frage mich, ob Maria ahnt, was ich hier vorhabe. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Also wenn wir Prager eingenommen haben, ist das eigentlich ein Teil. Aber wie kann sie sich denn plötzlich 3 Schlachtschiffe leisten? Wo kommen die her? Wer gibt ihr das Geld? Woher hat sie 5000 Gold? Wieso kann sie da eine Einheit nach der anderen kaufen? Wieso hat sie so viele Wunder?
Was macht sie anders als wir? Schreibt sie Ratgeber? Gibt sie Coaching-Sessions? Warum verfliegt sie den ganzen Sprit? Da, schaut her, 15 Flieger. 15! Wir haben 6. Wir brauchen Flugabwehrkanonen. Wir brauchen alles. Maschinengewehr. Nee, 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 nee. Flugabwehrgeschütze. 15 Flugabwehrgeschütze bräuchten wir da. Drei Ticker bringen ja nichts, um dort anzugreifen. Bringt nur Flugabwehrgeschütz. Abgeordnete einsetzen. Weltideologie, Ordnung. Ja. Aufheben, Wissenschaftsfinanzierung. Nein. Abgeordnete einsetzen. Jetzt muss ich habe das Licht nicht an, aber das F müsste hier sein, ne? Ja. Wie, die Artillerie ist jetzt schon fertig. Das ist ja nice. Okay, die müssen wir mal wohin stellen, wo sie auch gebraucht wird. Wie weit kannst du bis dahin? Das passt. Ja, also wir müssen Praga mehr oder weniger, sobald der Krieg erklärt wird. Oder Lissabon. Guck mal, wir können Lissabon, wenn wir hier eine Viererreihe an Artillerie oder eine Fünferreihe an Artillerie aufbauen, vorne alles mit Panzer, dann haben wir Lissabon in einer Runde eingenommen. Oder Praga. Lass uns Lissabon nehmen, die Hauptstadt ist wichtiger. Ja, also Artillerie. Dazu gehört aber auch, dass wir hier Eisenbahn, okay, dass wir alles mit Eisenbahn vollbauen, um da keinerlei Fortbewegungspunkte zu brauchen. Wir haben nur noch 4 Gold pro Runde. Das heißt, wir können uns noch 2, 3 Eisenbahnfelder leisten. Nice. Nee, dann komm mal hier hin. Einheit bin ich befehle, ja. Fortify, nächste Runde. Eure Delegation hat dazu beigetragen, dass ich nicht das bekomme, was ich will. Und das finde ich voll doof. Mhm. Sag mal, haben wir den Kreml eigentlich jemals gebaut? Ja, ne? Karawane. Apropos Karawane. So, guck mal, vielleicht wieder ein bisschen Geld. Meistens Gold. Porto. Nee, Istanbul. Sehr gut. Melkriegsinfanterie. Auch gut. Wir brauchen Karawanen. Da, die kaufe ich auch gerne. Weil wir uns sonst kein Militär mehr leisten können. Position wählen. Noch eine Karawane. Ja. Nächste Runde. Und dann würde ich in Beshbalik noch einen. Wir müssen unser Glauben mal unter die Leute bringen. Der Spion wurde rekrutiert. Ich hab doch nicht das Pentagon vergessen. Na ja, gut, wir haben eh keinen. Nichts modernisiert. Kauf den großen Ingenieur. In der nächsten Runde kann er dann das Pentagon bauen. Radar. Ja, Bomber, Jäger. Fernkampfstärke, Kosten. Das ist auf jeden Fall wert. Fallschirmjäger, Flughafen, alles. Also das ist ein No-Brainer. Das ist klar. Neuer Spion, bewegen. Wo stehen die anderen? In Porto? In Stockholm? In Karthago? Dann gehst du nach Istanbul. Als Spion schließen. Nice, okay. Die Karawane. Wir brauchen Geld. Da fährst du auch nach Istanbul für 14 Gold. Die Karawane fährt auch nach Istanbul für 17 Gold. Warum nicht nach Porto? Weil wir bald Porto selbst haben werden. Ja. Nächste Runde. Hierhin. Oder so. Ja, wir brauchen Belagerungseinheiten. Artillerie. Anti-Air. Weltkongress. Ist sehr gut. Bist du fertig? Ja, dann mach hier die Eisenbahn hin.
Ist das Railroad? Nee, das ist Alt und R. Ich klicke hier einfach drauf. Und dann würde ich sagen, hier noch auf jeden Fall. Olive Wright, Orwell Wright baut mir Le Pentagon. Auch wenn es da nochmal 4 Runden dauert, aber das ist mir wert. Gastgeber wählen, wähle ich natürlich mich. Mit 9. Mit 10. Ja. Ich glaube, wenn ich ihn hier noch dazu bekomme, für mich zu stimmen. Handel. Wir haben jetzt mal eine Botschaft. Lass uns das doch mal ändern. Nun gut. Andere Spieler? Nee, wo ist das denn? Offene Grenzen? Offene Grenzen vorschlagen? Handelseinig? Nee. Okay, zurück. Auf Wiedersehen. Nächste Runde. Ja, wir sollten Dido davon überzeugen, wieder gegen Maria Krieg zu führen. Das wäre es natürlich. Dann würde sie wohl auch diese Flotte wieder abziehen. Dies wohl auf Sigtuna abgesehen hat. Wein für 3 Gold pro Runde. Ja, was willst du da machen, ne? Handeln kannst du da nur noch. Guck mal, das sind alles Schlachtschiffe. Gegen mein U-Boot dürften die eigentlich keine Chance haben. Wenn da kein Zerstörer dabei ist, haben die gegen mein U-Boot keine Chance. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Wollen die nach Ilife oder was? Was haben die denn vor? Was könnten die vorhaben? Wenn du hier eine Atombombe reinwirfst, hast du gewonnen. Aber soweit ist sie noch nicht, zum Glück. Nicht mehr befreundet mit Bratislava. Okay. Friedensvertrag abgelaufen. Okay, ich kann mir vorstellen, dass sie wohl dasselbe fort wie ich. Karakorum baut. Was denn? Noch eine Karawane. Ja. Weil Geld ist jetzt genau das, was wir brauchen. Nach Bursa für 11 Gold. Okay. Ja, dann. Ich weiß nicht, sollen wir uns hier reindrängen lassen? Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Ich glaube, wenn wir unser U-Boot hier hinten positionieren. Der Frachter frachtet Frachten. Nach Istanbul. Für 22 Gold. Na also, läuft doch. Wir können noch einen kaufen. Ja. Sobald der Panzer fertig ist, werden wir unsere ganzen Landfahrzeuge zu Panzern ummodeln. Wir haben ja das Pentagon dann in 2 Runden soweit. Wir brauchen nur das Geld dazu. Aber woher nehmen wir ihn stehlen? Ich habe schon so spitzige Hände, dass ich das Mausrad kaum mehr gedreht bekomme. So aufgeregt bin ich. Apollo-Programm von Dido abgeschlossen. Ah ja, gut zu wissen, dass Dido im Jahr 1934 an der Raumfahrt interessiert ist. Oh, kommt sogar hin. Ja, wir werden unsere Flotte hier zusammenhalten. der Bautrupp ist hier auch fertig. Hier wäre wunderbar. Wir merken uns so und so. Das passt. Okay, ansonsten. Automate. Der Panzer panzert bald weiter. Flugabwehrgeschütz gefällt mir sehr. Kommt ja auch hin. Kusin kann keine Technologien stehlen in Istanbul, weil Istanbul nicht so weit ist wie wir. Ich würde mich für noch ein Flugabwehrgeschütz begeistern können. Beshbalik baut mir einen Frachter. Können wir aber nicht, weil wir schon hier eine Karawane bauen. Ist okay. Arbeitsboot braucht man nicht. Was wird mir denn hier angeboten? Zerstörer. U-Boot wäre natürlich nicht verkehrt. Auslandsberater empfiehlt mir das. Gibt es denn nichts, was uns Geld bringt? Oh, ja, allerdings. Guck mal hier, 38 Gold. Da sind wir doch mit einer Bank vorne mit dabei. Nächste Runde. Das ist ja das Plus. Ich mache nur 37 Gold pro Runde. Wenn wir Beshbalik nicht hätten, wäre mal Minus. Gut, dass wir jetzt in Beshbalik eine Bank bauen. Wein für 5 Gold pro Runde. Nehmen wir an. Besser als nix. Pentagon. Schön. Stockholm. Produktion wählen. Hotel Museum Wassergrund. So brauchen wir alles nicht. Panzer brauchen wir vor allem. Panzer. 4 Runden.
Unwegsames Gelände, Drill. Okay. Jetzt müssen wir hier mal, pass mal auf. 40 Gold, das ist ein fairer Preis, wenn ihr mich fragt. Einer noch? Da gehen noch mehr. Die nächste Runde dich noch, dann haben wir es, glaube ich, schon alle. Sehr gut. So wird Angriffskrieg geschrieben. Unsichtbar für alle Einheiten außer Zerstörern, Raketenkreuzern und anderen U-Booten, bis es angreift oder direkt neben einer anderen Einheit steht. Dann brauchen wir doch noch eins. Denn wenn die beiden hier die Front bilden, können wir zwei U-Booten hinten dran, so piu piu. Alles kaputt bomben. Karakorum baut noch mehr Flugabwehrgeschütze. Und Sigtuna ist mit dem Flugabwehrgeschütz ihrer Wahl bereits fertig. Wir haben keine Artillerie. Ich habe gesagt, wir brauchen Artillerie. Haben wir aber nicht. Und nun? Nun würde ich sagen, Baumer. Stell mal die Flugabwehrgeschütze so hin, ja, dass sie uns auch von Vorteil sind. Dafür kommt eins auf jeden Fall hier hin. Eigentlich so in die Mitte auch, ne? Wo ist das andere? Du bleibst dort, das andere ist hier. Ja. Kommst du bis hierhin? Ja, kommst du. Super nice. Dann Handelsweg einrichten. Was bringt Gold und ist nicht in Portugal? Kathmandu. Ja, oder Edirne. Ja, komm, mach Edirne. So, nächste Runde. Panzer. Okay, wir haben hier alles voller Panzer und noch ein paar Weltkriegsinfanteristen. Die Weltkriegsinfanteristen sind echt eigentlich für die Katz. Die sind so oldschool. Die bringen uns nicht mehr. Die stehen da nur am Weg rum eigentlich. Ich hätte euch zwar unglaublich gerne irgendwann mal auch abgegradet zu richtigen Infanteristen. Aber leider hat mir da die Zeit gefehlt. Man möge mir das verzeihen. Fortify. Nächste Runde. Ja, nichtsdestotrotz, ohne Artillerie kann ich den Krieg ja nicht gewinnen. Was hat der denn da mit seiner Marine? Was hat sie denn da mit ihrer Marine vor? Wo kommt das Interesse an der Marine denn plötzlich bei ihr her? Das war doch vorher noch nicht so. Sag mal. So, jetzt haben wir aber alle. Alle haben jetzt Panzer. Ja, damit können wir die Landeinheiten super zerstören. Aber haben halt den Krieg noch nicht gewonnen, ne? Gibt's da einen Abfangmodus? Nee, machst du von allein. Gut. Da stehen sie. Artillerie. Gut, dass wir auch mit Budapest verbündet sind. Jerusalem wäre einfach auch unglaublich wichtig. Aber ich habe keine großen Persönlichkeiten momentan, die ich da verschenken könnte. Du bist fertig. Mach mal Automaten. Du brauchst noch zwei Runden. Alle große Wissenschaftler ist gleich fertig. In zwei Runden. Zusammen mit dem Panzer. Der große Wissenschaftler. Oh, der pusht den Radar. Und dann können wir unsere Jäger zu Jägern machen. Was hat sie denn hier? Sie hat immer noch Weltkriegsbomber. Okay. Da geht doch was. Wenn wir nämlich richtige Jäger haben und keine Dreidecker, dann haben wir da einen Vorteil. Dann haben sie hoffentlich, also wenn sie dann keine weitere Bewegungsreichweite haben, weiß ich auch nicht. Also müssen sie auf jeden Fall haben sie die. Und dann sind wir wieder im Vorteil, was das Luftrennen angeht. Sollen wir dann sehen? Shall we? In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Egan-san.